Warum gilt die Vormärzliteratur als sehr politisch, wenn die parallel verlaufende Biedermeier-Epoche sich unpolitisch und wertekonservativ darstellte? Eine von vielen spannenden Fragen, der wir uns heute im Rahmen der Epoche Biedermeier widmen wollen. Also viel Spaß und ab geht's! Die Zeit des Biedermeier verlief parallel zum Vormärz, also ungefähr zwischen 1815 und 1850. Du hast bestimmt schon einmal gehört, wie jemand sagte, der, die will sich nur anbiedern. Oder etwa, dass jemand Bieder oder Nicht-Bieder ist. Früher bedeutete Biedersein noch so viel wie geradeaus oder rechtschaffen. Heutzutage und zu dem Zeitpunkt, als die Epoche aufkam, bekam es seine jetzige Bedeutung, nämlich einfältig, altbacken oder auch spießig. Also 1855 veröffentlichte das humoristische Münchner Magazin Fliegende Blätter Gedichte eines Gottlieb Biedermeier. Den gab es nicht wirklich, er war eine Erfindung von Ludwig Eichrott und Adolf Kussmaul. Gottlieb Biedermeier war eine Karikatur auf die Bürger, die unpolitisch, naiv und konform auf die herrschenden Zustände reagierten. Zu dieser Zeit, mit all ihren politischen Spannungen, war man damit nicht sehr beliebt. Die Gedichte Biedermeiers offenbarten ihn in spottender Form als Spießbürger, der sich nicht mit den Problemen des Landes befassen will und lieber zu Hause bleibt. Wie bei allen Epochenbezeichnungen ist der Begriff Biedermeier dann im Nachhinein für diese Zeit verwendet worden. Mittlerweile ist der Begriff aber nicht mehr so negativ eingefärbt. Die Grundeigenschaften sind aber erhalten geblieben. Biedermeier beschreibt den Rückzug ins Private und Gemütliche. Wieso eigentlich Rückzug, fragst du dich jetzt? Die Industrialisierung mit neuen Innovationen wie der Dampfmaschine, Gaslaternen, der Lokomotive und vielen weiteren Beispielen spaltete die Gesellschaft. Es ist vergleichbar mit der heutigen Zeit. Während die einen das Smartphone mit seinen praktischen Seiten feiern, fühlen sich viele andere mit den ganzen Funktionen überfordert und sehen sogar eine Gefahr darin. Das eine Extrem deckt sich mit neuen technischen Geräten ein, das andere Extrem bezeichnet man gerne als Ökos, weil sie nichts von diesen technischen Neuerungen an sich heranlassen wollen. Zu letzteren Spezies gehörten die Vertreter der Biedermeier-Literatur. In der Praxis sah das dann so aus, dass man ein harmonisches Idyll vermitteln wollte. Die Geschichten der Literatur des Biedermeier spielten nicht in Städten, sondern in der Kulisse großer und unbewohnter Landschaften. Das wohl prototypischste Werk ist Heinrich Claurens Mimili. Die Hauptfigur, ein Offizier, reist dort in die Schweizer Alpen, weil er im lebhaften Paris keine Ruhe findet. Dort trifft und verliebt er sich in das titelgebende Mädchen namens Mimili, die sich, Achtung, als talentierte Botanikerin erweist. Die Natur ist hier nicht nur reiner Schauplatz, sondern auch das Bindeglied zwischen Mensch und Wohlbefinden. Weitere beliebte literarische Formen dieser Zeit waren die vom Umfang her eher kurzen Textformen. So finden sich bei der Epik sehr viele Erzählungen, Novellen und Kurzgeschichten. Die Lyriker wollten wenig Experimente, weswegen sie über Natur, Liebe, Vergänglichkeit und Religion schrieben, oftmals in Form von Volksliedern. Die Dramatiker bestachen vor allem mit einer pessimistischen Einstellung zur Welt. Die Literaten des Biedermeier waren, anders als zuvor, nicht nur in adeligen Kreisen zu finden, sondern kamen auch aus der Bürgerschicht. Wichtig ist, dass die Natur in der Literatur des Biedermeiers nicht mehr nur zur Untermauerung der Gefühle, wie es bei den Romantikern der Fall war, benutzt wurde. Die Natur wurde in einem religiösen Kontext genau beobachtet und bei Reisen dokumentiert und geordnet. Man vergewisserte sich so einer größeren, von selbst funktionierenden Ordnung, worin sich für die Autoren das bereits erwähnte Idyll ausdrückte. Neben Mimili von Heinrich Clauren gibt es noch weitere Werke, die durch ihre Geschichten und ihren Schreibstil prototypisch für die Biedermeierzeit sind. Das wohl durch den Schulunterricht in vielen Bundesländern bekannteste Werk ist die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff. Die für den Biedermeier typischen Motive sind hier aber in einer anderen Form zu finden. Die natürliche Idylle existiert, nur werden auch Themen wie das illegale Fällen von Holz und Mord im Wald thematisiert. Die Natur tritt als passive, aber wirkungsmächtige Kraft in Erscheinung.
Am Ende erhängt sich der Protagonist an einem Baum. Das Gedicht »Er ist's« von Eduard Mörike hingegen fügt sich in das Bild des zarten Naturverständnisses ein. Der Frühling wird hier schon mit dem Vers »Frühling, ja du bist's« wie ein Bekannter begrüßt und das ganze Gedicht hindurch als eine willkommene Person dargestellt. Die Biedermeier-Literatur ist somit als eine Art Flucht vor einer immer komplizierteren und schneller werdenden Realität zu verstehen. Die Natur ist, auch wenn sie mal nicht offensichtlich hervortritt, immer die höchste Macht, neben Gott natürlich. Durch sie strebte man zu einer Idealvorstellung von Idylle und Harmonie und erhoffte sich eine innere Ruhe. Wichtig ist es auch zu erwähnen, dass die Biedermeier-Literatur im Gegensatz zur Vormärz-Literatur Mainstream war. Die Flucht in einfachere, unpolitische Welten des Biedermeier war den Menschen damals eine willkommene Abwechslung. Neben der Judenbuche gab es noch einige andere bedeutende Werke, zum Beispiel von Droste Hülshoff Heidebilder oder Maler Nolten von Eduard Mörike oder Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Und damit verlassen wir die Epoche des Biedermeier und widmen uns im nächsten Video dem Realismus. Bis dahin wünschen wir dir eine realistische Zeit, Daumen hoch, abonnieren und Playlist anschauen und in dem Sinne bis bald. Ciao.